Na, servus Leon, herzlich willkommen zu Mr. Schneemann on Tour. Wir sind wieder unterwegs und diesmal ganz entspannt am Schreibtisch, denn heute geht es um ein riesiges Bauwerk. Ich habe schon einige Fotos mitgebracht, ein architektonisches Meisterwerk, die Göltstallbrücke im Vogtland. Aber okay, ich gebe es ja zu, manche YouTuber sitzen natürlich am Schreibtisch und berichten außen off, aber wir sind natürlich Mr. Schneemann on Tour und auf on Tour heißt, wir ziehen die Jacke an und schauen uns das Bauwerk heute aus der Nähe an. Und los geht's. Die Göltstallbrücke hinter mir ist eine der beeindruckendsten Brücken in Deutschland und in den nächsten Minuten werdet ihr alles über die Geschichte, Konstruktion und Bedeutung dieser schönen Brücke erfahren. Wir werden natürlich auch wunderbare Fotos machen, da bin ich mir jetzt schon sicher, und die Drohne nach oben schicken und auch Aufnahmen mit der Drohne machen. Also bleibt auf jeden Fall dran und nicht vergessen, jetzt schon vielleicht einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und vielleicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nicht ein Video verpasst, und ihr unterstützt uns dabei, dass wir weiter solche spannende Inhalte für euch produzieren können. Und über die Geschichte der Brücke erzähle ich euch jetzt alles. Dazu gehe ich aber zurück gemütlich an den Schreibtisch. Die Göltstallbrücke befindet sich in der Nähe der Stadt Reichenbach im Vogtland und wurde zwischen 1846 und 1851 beim Bau der Eisenbahnstrecke zwischen Leipzig und Nürnberg errichtet. Das Vogtland kann mit Recht stolz auf sein atemberaubendes Wahrzeichen sein. Mit seinen 98 majestätischen Bögen spannt sich das Viadukt über das malerische Göltstal. Die Gölst ist ein ca. 40 Kilometer langer Fluss, der vom Erzgebirge bis nach Thüringen fließt. Also für Stadtlandfluss habt ihr jetzt eine neue Alternative für G, also nicht den obligatorischen Gange, sondern die Gölsch. Und die Bahnstrecke Leipzig-Hof führt auf zwei Gleisen übrigens über das beeindruckende Bauwerk zwischen Reichenbach im Vogtland und Netzschgau. Und beim Bau der Bahnstrecke Leipzig-Hof, die als Sachsen-Franken-Magistrale von Leipzig bis nach Nürnberg führt, musste als eine der größten Herausforderungen das Tal der Gölsch hier überwunden werden. Da die Sächsisch-Bayerische Eisenbahngesellschaft nur über wenig Geld verfügte, wurde versucht, am 27. Januar 1845 mit einem Wettbewerb, der mit 1000 Talern Preisgeld dotiert war, eine günstige Möglichkeit für den Brückenbau zu finden. Es gingen zahlreiche Vorschläge ein, einige waren durchaus kurios, es wurde sogar ein Vorschlag eingereicht, der ein integriertes Gefängnis in der Brücke hatte. Weitere Vorschläge waren von der Statik aber mehr als fragwürdig. Letztlich wurde die Brücke von dem bekannten Architekten Johann Andreas Schubert entworfen und von tausenden Arbeitern aus der Umgebung der Stadt Reichenbach erbaut. Das Viadukt mit seinen insgesamt 98 Bögen war zu dieser Zeit die längste Eisenbahnbrücke der Welt und ist bis heute die größte Ziegelsteinbrücke. Mit einer Länge von 574 Metern und einer Höhe von 78 Metern ist sie nicht nur ein beeindruckendes Bauwerk, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur Deutschlands. Das Besondere an der Göltstallbrücke ist aber, dass sie komplett aus Ziegelsteinen gebaut wurde. Insgesamt rund 600 Millionen Steine wurden damals verwendet. Die Baukosten betrugen ca. 2,2 Millionen Taler, etwa 6,6 Millionen Goldmark. Was diese Kosten aber in Euro wären, das kann ich nicht genau sagen. Aber als Anhaltspunkt, eine Aufwertung der Brücke und des Areals hier, was momentan diskutiert wird, wird zwischen 15 und 25 Millionen kosten. Aber jetzt schauen wir uns mal das tolle Bauwerk aus der Luft an, starten dazu die Drohne und gucken mal, was diese uns für Aufnahmen mitbringt. Für den Bau wurden täglich 50.000 Ziegeln entlang der Bahnstrecke von 20 Ziegeleien gebrannt. Das Baugerüst verbrauchte 230.000 Baumstämme. Insgesamt waren 1.736 Arbeiter mit dem Bau beschäftigt. Die Arbeiter hatten eine schwere Aufgabe vor sich, denn die Arbeit war natürlich anstrengend und saugefährlich. Sie mussten die Ziegelsteine in Handarbeitformen trocknen und backen, bevor sie auf die Baustelle transportiert werden konnten. Dort wurden die Steine von Hand in die richtige Position gebracht und mit Mörtel verbunden.
Die Arbeiter arbeiteten oft unter extremen Bedingungen, wie zum Beispiel bei starker Hitze oder Kälte, und waren ständig der Gefahr ausgesetzt, von den hohen Pfeilern oder Bögen zu fallen. Während des Baus starben bei Unfällen 31 Arbeiter und 1302 Personen mussten ärztlich behandelt werden. Die Brücke wurde in einer Zeit gebaut, als die Eisenbahn noch in den Kinderschuhen steckte. Es gab viele Herausforderungen bei der Planung und bei dem Bau der Brücke. Eine der größten Herausforderungen war der Transport der Baumaterialien hier an dem Bauplatz. Die Materialien mussten damals noch auf sehr schlechten Straßen transportiert werden, was eine enorme Anstrengung erforderte. Trotz dieser Schwierigkeiten wurde die Brücke in nur 4 Jahren fertiggestellt, was ein unglaubliches Zeugnis menschlicher Leistungsfähigkeit und natürlich Ingenieurskunst ist. Eine weitere Herausforderung war, das Gewicht der Brücke zu tragen. Die Göltstahlbrücke wiegt mit ihren 81 Bögen auf 4 Etagen rund 12.000 Tonnen und die Pfeiler mussten das Gewicht der Brücke und der Züge natürlich tragen. Die Ingenieure haben daher eine besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass die Pfeiler und die Bögen stabil genug sind, um das Gewicht tragen zu können. Am 14. September 1850 führte König Friedrich August II. Die traditionellen Hammerschläge bei der Schlusssteinsetzung des oberen Bogens aus. Die große Feier der Einweihung der Brücke erfolgte am 15. Juli 1851. Die als Staatsakt gestaltete Veranstaltung hatte rund 200 Teilnehmer, unter anderem den Fürst von Reuß-Greiz und Prinz Albert von Sachsen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Brücke nur beschädigt. Die bereits geplante Sprengung durch die Wehrmacht in den letzten Kriegstagen fand aber nicht mehr statt. Nach dem Krieg wurde die Brücke von der sowjetischen Armee dann repariert und in den folgenden Jahren wurde sie regelmäßig gewartet, um ihre Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Heute wird die Göltstahlbrücke noch immer genutzt und ist ein wichtiger Bestandteil des Eisenbahnnetzes hier in Deutschland. Die Göltstahlbrücke ist nicht nur ein technisches Wunderwerk, sondern hat auch eine historische und kulturelle Bedeutung. Sie hat die Region hier wirtschaftlich und kulturell geprägt. Sie war ein beliebtes und ist ein beliebtes Motiv für Fotografen und Maler und hat in vielen Filmen und Dokumentationen eine Rolle gespielt. Auch auf die ein oder andere Briefmarke hat sie es natürlich geschafft. Und auch ich werde hier ein schönes Foto machen. Ich schnappe jetzt die Kamera und dann ziehen wir mal los und schauen, was hier die Brücke für Motive hergibt. Mr. Schneemann auf den Vogtland-Panoramaweg. Ich habe die Kamera jetzt schon in Anschlag mit dem 1635er Objektiv. Natürlich bei der großen Brücke brauche ich einen Weitwinkel. Ich bin gespannt, ob wir das ein oder andere gute Objekt finden. Vielleicht einen Torbogen. Ich bin gespannt, wenn man in die Brücke reingeht und nach oben guckt, was man da so das entdecken kann und wie die Fotos werden. Das seht ihr jetzt. Mr. Schneemann, nun unter der Brücke. Eine interessante Tatsache über die Brücke ist, dass sie eine Vorlage für andere große Bauwerke auf der Welt wurde. Ihre Bauweise inspirierte Ingenieure bei der Konstruktion von anderen großen Brücken wie die Garabit-Viaduktbrücke in Frankreich. Die Göltstahlbrücke heute ist ein beliebtes Touristenziel. Tausende von Menschen besuchen sie jedes Jahr. Es gibt auch viele Möglichkeiten, hier die Göltstahlbrücke zu erleben. Man kann sie von der Straße aus natürlich bewundern. Man kann hier in der Gegend umherwandern. Es gibt auch organisierte Touren hier rund um die Brücke. Zum Beispiel könnt ihr auch eine Fahrt mit einem historischen Zug hier drüber machen. Aber ich habe kein Eisenbahnticket und bevor ich kontrolliert werde, machen wir lieber ein schönes Foto. Ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme den Pfeiler hier ein bisschen mit dem Granit ein bisschen nach oben und wie das Foto wird, das seht ihr jetzt. Nun warten wir mal ganz entspannt mit dem Kaffee auf die Dämmerung, denn abends ist das Viadukt wieder beleuchtet und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Eben ist ein Zug drüber gedüst. Mich würde mal von euch interessieren, schreibt es in die Kommentare, ob einer von euch schon mal mit der Bahn hier über die Brücke drüber gefahren ist. Die Dämmerung ist eingebrochen,
Die Straßenlaternen leuchten die Brücke leider noch nicht, aber ich habe mein Stativ mit der Kamera schon aufgebaut. Es wird wieder ein klassischer Schneemann, eine lange Belichtungszeit, eine extreme Blende. Ich versuche vielleicht den ein oder anderen Blendenstern hier mit der Straßenlaterne einzufangen. Und wie das Foto geworden ist, das seht ihr jetzt. Insgesamt ist die Göltstahlbrücke ein wichtiger Bestandteil der deutschen Kultur und Geschichte. Sie ist ein Symbol für menschliche Fähigkeiten und Ausdauer und wird sicherlich noch lange Zeit bewundert werden und natürlich auch geschätzt werden. Viele weitere Infos zur Göltstahlbrücke findet ihr übrigens auf www.göltstahlbrücke.info. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Wie ist das mobile Büro angekommen? Lasst mich gerne wissen. Feedback dazu in die Kommentare und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, um kein neues Video zu verpassen. Danke an alle Beteiligten hier bei der Filmerstellung und bei der Hilfe zu diesem Video. Und hier kommt noch ein Film von unserer letzten Tour aus Mittenwald. Hier ist eine coole Playlist. Da mal einen Kopf zum Abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.